Master Yannis, ich werde dich holen und danach deinen Arsch versohlen. Komm her. Okay, wir haben ihn tot. Oh yeah! Hey ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ungeantwortet. Ich möchte heute ein paar Informationen über Ungeantwortet loswerden. Ja, und aber heute mache ich noch eine Folge Ungeantwortet und zwar ist das die Dichter-Challenge. Und zwar habe ich mir überlegt, nicht mehr jeden Tag ein Ungeantwortet zu machen, sondern nur noch dann ein Ungeantwortet zu machen. Den Namen belasse ich. Weil der passt irgendwie. Wenn Simon sagt, mach doch ein Video drüber, ja, dann ist das der einzige Grund, dass ich ihn ungeantwortet machen würde. Denn da viele anscheinend den Sinn dahinter nicht verstehen, ich meine, es kommt auch gut an, aber ich denke mir so, dann bringe ich lieber, weil viele das auch wollten, jeden Tag dazu dann eine Runde Ender Games. Oh, ich bin ja Känguru, stimmt. Jeden Tag eine Runde Ender Games und ich glaube, da würdet ihr euch genauso drauf freuen, weil ihr, ich kenne euch ja, ihr habt mir wirklich oft in die Kommentare geschrieben, als Ender Kids zu Ende war, bitte mach weiter mit Ender Games, weil ich schaue gerne bei dir Ender Games und das freut mich auch, Leute, wenn ihr wirklich so aktiv seid, mir schreibt, eine positive Bewertung da lässt. Das ist einfach das, was man sich quasi als YouTuber erhofft, dass genau so eine Rückmeldung kommt. Das ist das, was wir wollen, ja. Ich will da jetzt nicht irgendwie 500 Millionen Euro abgreifen oder irgendwas oder generell Geld haben. Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte einfach, dass meine Videos unterhalten sind, dass Leute sagen, oh, das gefällt mir, was du machst und dass es nicht langweilig wird, ja. Erstmal schön. Mit dem Bogen, nicht getroffen. Okay, wie heißt denn dieser Typ? Master Yannis, ich werde dich holen und danach deinen Arsch versohlen. Komm her. Okay, wir haben ihn tot. Wir hatten da jetzt zwar keinen so guten Reim, aber es war wenigstens ein Reim. Tut mir leid, ich kann nicht so gut reimen. Okay, 47 Blöcke entfernt. Okay. Chillen. So, wir könnten uns jetzt noch schnell was aus Eisen machen. Oh, einen Kettenbrustpanzer. Wow, das ist aber selten hier. Wassereimer, Apfel, Wassereimer. Eine Kettenbrust, schnell. Okay, 65 Blöcke. Wir wurden, glaube ich, erst geportet, aber wir müssen uns jetzt erstmal Holz holen, sowieso. Also, wir haben ja ein Kit, da können wir ja zum Glück abhauen. Ja. Und ich mache jetzt, wie gesagt, die Challenge nur noch dann, wenn der Simon auch sagt, ja, mach doch ein Video und dann mache ich das auch. Ich gehe da jetzt hin und ich werde sie mir jetzt holen. Ja! Ich bin Känguru. Oh scheiße, ich habe jetzt wieder vergessen zu reimen. Warum? Okay, Leute, tut mir leid. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich werde jetzt auf jeden Fall wieder reimen. So. Was können wir uns denn jetzt machen? Ich glaube, jetzt können wir uns sogar schon fast eine komplette Eisenrüstung machen. Nee, noch nicht komplett, aber fast. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Und dann... Ups. 110 Blöcke. Und dann könnten wir uns auch, glaube ich... Ja. Dann können wir uns auch noch gleich einen goldenen Apfel machen. Das ist natürlich auch ziemlich krass. Den Schneeball könnten wir auch noch für irgendwelche Sachen gebrauchen hier. Okay, gut. Ich würde sagen, wir sind ganz gut ausgerüstet. Und gucken mal, wo die Gegner sind. Drasa 13. Drasa 13. Komm doch her. Ich möchte dich töten. Und zwar sehr. WT Master 12. Du wirst jetzt leiden. Und ich hab dir voll eine auf. Oh, Mann, ich bin der schlechteste Dichter der ganzen Welt. Ich kann das einfach nicht. Weil
spontan einfach so sich einen guten Reim überlegen ist jetzt auch nicht so einfach. Und dann auch noch irgendwie, dass das Ganze hier Sinn ergibt. Peter 14. Peter, was ist nur los mit dir? Ich werde dich töten. Aber kannst du dann bitte einmal nicht erröten? Es ist die Zeit gekommen, um Abschied zu nehmen. Denn jetzt bist du tot! Okay, den Peter hätten wir dann auch. Das Feuerzeug möchte ich. Nein, das Feuerzeug. Okay, ich habe ein bisschen Angst, dass jetzt jemand kommt. Aber ich möchte das... Oh, 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 da hätten wir was Gutes zu essen. Haben wir das Feuerzeug jetzt? Ja, gut, haben wir. Gut, so. So, Leute, es leben noch 1, 2, 3, 4 Spieler. Gut, mache ich noch ganz schnell eine Werkbank für den nächsten Port. Gut, so. Freibier. Was ist denn nur los mit dir? Ich werde dich holen. Und dann werde ich dich versohlen. Ich sag ständig das Gleiche. Das ist nicht mehr lustig. Okay. Okay. Scheiße, ich muss mich jetzt echt ein bisschen ranhalten hier. Denn der Freibier möchte ja ein Bier von mir. okay. So. Alter, sorry Leute, verzeiht mir. Es kann nicht jeder so gut dichten. Es tut mir so leid. Stopp. Ich habe gerade etwas Besseres entdeckt. Perfekt. Ein Eisen. Ein Dia-Brustanisch. Das ist natürlich ziemlich geilo. So, erstmal einiges an Erfahrung abkassieren hier. Ja. Ich würde sagen, das passt. Ich würde sagen, das passt richtig. Und ja, dann leben auch nur noch 3 Spieler. Und irgendwie reime ich immer nur über den Freibier 60 und töte dann irgendwie andere Leute. Okay, ich werde jetzt versuchen, das Komplette hier zu reimen. Also, oh, ein Diamant. Oh, ein Diamant. Wie charmant. Freibier, komm doch her. Das ist doch gar nicht schwer. Ich möchte dich nur streicheln ach man, ich kann das nicht. Okay, da hinten ist er. Freibi, ich bin hinter dir. Guck dich um, ich bin ein Stier. Das hat sich jetzt zwar nicht gereimt, aber das ist auch egal. Er sieht schon, dass wir bessere Ausrüstung haben, aber ich glaube, wir sind Känguru und da hat er dann keine Chance gegen uns. Okay, da ist noch jemand. Oh, jetzt könnte ich mich entscheiden, aber der hat eine wirklich komplett verzauberte Rüstung. Okay, ich esse jetzt meinen goldenen Apfel. Okay, er ist auch noch vergiftet. Jetzt könnte ich abwarten. Okay, weg hier. Oh, ich habe ihn getötet. Okay, gut, 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 gut. Das ist jetzt natürlich super. Oh, kacke, ich habe schon wieder in der Aufregung jetzt vergessen zu reimen. Ich reime jetzt für danach. Ich habe ihn getötet und ihn von seiner Not erlöst. Er wird mir ewig danken. Und dann... sorry, Leute, ich bin gerade mega angespannt, weil ich möchte, dass die Runde was wird. Oh, gut. Gut, gut, gut. Wenigstens haben wir noch die verzauberte Hose bekommen. Der hat jetzt natürlich eine Bombenausrüstung. Und jetzt sind wir im Endeffekt wieder gegen den Freibier. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Nein, nein, nein. Das geht so nicht. Okay, wir müssen uns jetzt wirklich was Gutes einfallen lassen. Freibier 60. Ich werde dich holen. Denn du bist einfach... ein kleiner Racker. Zack, 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 zack. Freibier 60, dein Tag ist gekommen, du wirst jetzt sterben und dann bist du benommen. Ich werde dich jetzt töten und dich von deinen Nöten erlösen. Oh, ich habe ihn getötet.
Kann ich da fliegen? Okay, das ist neu. Das ist neu. Okay. Mann, es tut mir so leid, Leute. Ich glaube, ich hatte ein paar Reime dabei, aber nicht unbedingt jetzt von unseren Gegnern. Und das war jetzt ein bisschen schlecht. Das war richtig schlecht, Alter. Auf jeden Fall wollte ich euch nur die Information da lassen, dass jetzt ungeantwortet nur noch dann kommt, wenn Simon auffordert, danach eine Videoantwort zu machen. Und ja, ich würde sagen, das war's. Haut rein. Ciao.